Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich habe Luftscherben gefunden. Ganze 5 Stück noch. Ja, eine hatten wir schon. Ich bin rumgeflogen und habe erstmal diesen Nischen gesucht. Schaut jetzt überall rum zu buddeln. Und ich habe doch tatsächlich ein paar gefunden. So, wir sind auch schon bei uns im neuen Haus. Und haben jetzt vor, unseren Altar zu verwenden. Ja. Ich könnte halt sogar noch mehr bauen. Ich werde jetzt erstmal gucken. Das heißt, in die Mitte. Erstmal werden wir jetzt hier unten das rauflegen, das rauflegen, das hier und das stellen wir jetzt hier gleich hin. Fisch benötigen wir noch, die Scherben und die Feder. So, die Feder kommt hier hin. Auf die andere Seite kommt nicht das Buch. Auf die andere Seite kommen jetzt dann die Scherben. Und hier kommt der Fisch. Also jetzt stellen wir noch das hier hin. Das. Und wenn wir jetzt das in die Mitte stellen, müsste es eigentlich, glaube ich, funktionieren. Vielleicht brauchen wir doch einen Zauberstab dafür. Okay. Gehen wir mal ganz schnell zurück. Unser altes Haus. Altes Haus, altes Haus. Altes Haus. Zauberstab. Machen wir doch einen Zauberstab. Hätte ich gedacht. Neues Haus. Ja, es funktioniert. Mit Zauberstab funktioniert es dann doch. So wird jetzt alles eingesaugt. Und am Ende sollten doch unsere erste Zauberkunststück auch geklappt haben. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt Stiefel des Reisenden. Kann man damit jetzt machen, fragt man sich. Kann ich vorher dann noch nicht so hochlaufen? Ah ja, okay. Kleine Kanten können wir jetzt einfach so überlaufen. Das ist auch schön, ohne zu springen. Werden wir mal behalten. Ist eine nette kleine Sache. Wir können jetzt auch hier so rüberlaufen. Das ist sehr schön. Gar nicht mal so schlecht. Super Sache.
So, hatte hier schon zwei Truhen aufgestellt, da habe ich Schrott reingepackt, weil wir so gefunden hatten letztes Mal. Noch weiter Schrott rein. So. Hier haben wir noch diese Gläschen. So, noch ein bisschen was drin, ne? Ich hatte die Frage, ob ich diese Gläser gleich hier so hinstelle und generell so hier so lagere. Warum eigentlich nicht, ne? Also nur ein leeres Glas. Muss man mal gucken, ob er das dann auch rausziehen kann, dann von der Wand aus am Ende. Das war auf jeden Fall unser erstes Zauberkunststückchen. Als nächstes werden wir uns mit den... Ist das ein Vogel? Ein traumatisches Geschirr. Warum nicht? Runenschilde. Schilde hoch. Golems haben wir ja schon uns mit ein bisschen beschäftigt. Obwohl ich natürlich auch irgendwann gerne einen Reisekoffer hätte. Werden wir uns demnächst... Oh, wir haben ja hier so viele Golem-Konnektor, Aspektanalysierer, Helm der Enthüllung. Aha. So, als nächstes wollte ich mir aber angucken, diese weiße Talgkerze, magischer Talg. Dafür brauchten wir verrottetes Fleisch und Magie. Und gehen wir nochmal zurück, unser altes Häuschen. Unser altes Häuschen, wo ist es denn? Da. Altes Häuschen. Hier haben wir unsere zwei kleinen Freunde. Magie, Magie. Haben wir noch Magie? Magie war alle, ne? War. Sieht zumindest so aus. Ja, was mit Verbrennen, was Magie beinhaltet. Scherben. Alte Magie. Ach was, da kriegt man... Okay. Aha, Gehirne sind da drin. Das ist auch schön. Eigentlich will ich das ungerne verbrennen. Da ist natürlich Magie drin. Hier ist noch nicht mal Magie drin, okay. Alles andere. Ja, was verbrennen wir denn mal? Wir verbrennen jetzt einmal noch mal ein paar Scherben. Um ein bisschen Magie zu generieren. Baum, Gier. Keine Luft. Okay, wir haben gar keine Luft. Haben gar keine Luft. Das heißt, wir
von Glasscheiben, ein bisschen Holz. Ach, da haben wir sogar noch was. Nochmal drei Stück davon. Taumaterium, das will ich eigentlich ungern verbrennen. Oh, da oben haben wir auch noch Federn drin. Federn will ich jetzt auch ungern daraus ziehen. Das heißt, wir reisen doch nochmal eben schnell zu unserem neuen Haus. Viel rumgereise mal wieder hier. Glas mitnehmen. Nehmen wir die Federn mit. Dann nehmen wir alles nochmal mit. So. Altes Haus. Oh ne, die Federn brauchen wir. Menge Aspekte gesammelt. Zerstörung hat sich doch auch schon, oder nicht? Da oben. Den Diamanten. Den hatte ich noch nicht. Ordnung. Ordnung und Terra. Auch verzehren auf Hauptaspekte und so. Mal unser Büchlein schauen. Also, wir wollten magische Kerzen machen. Und dafür brauchen wir verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch haben wir hier. Menschenglas. So. Magischer Talg.
brauche aber zweimal magischen Teil. Ist das gleich schon wieder leer? Das ist schlimm. Wenn wir noch einmal eine Kerze, aber das werden wir auch erst in der nächsten Folge sehen. Also ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss!